Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mining Construction. Ja, die Spätschicht, das war der Smoky Snake, er ist wieder da in sie Haus. Hallo. Ja, was kannst du machen? Ja, ich weiß nicht, wie es bei Stein oben aussieht. Toulouse muss Gravel aufgefüllt werden. Okay. Riversand weiß ich nicht. Ich glaube, da haben wir noch genug in diesem Cat drin. Das müssen wir noch abladen können und dafür hole ich gerade den Rubber, damit der weiter produziert, den Asphalt. Ja, läuft ganz gut. Asphalt haben wir auf jeden Fall. Jetzt können wir ganz gut nachdenken mal über das, was du gesagt hast mit dem Metall. Weil hier oben läuft es ja. Weil das aufgefüllt ist, das Gravel. Die Fähre haben wir ja auch. Weiß nicht, ob wir sie wirklich brauchen, werden wir dann sehen. Ich hoffe, der ist durchgelaufen. Die Reifen, das muss ja nur mal eben geschreddert werden. Da sollte man die so anstellen. Aber lustig, dass das mit dem Holz auch ging. Momentchen. Ja. Oh, ist auch genug drin, ja. So. Auch die Reifen, die füllen sich ja dann automatisch auf. Ich dachte erst, ich müsste die selber aufladen. Deswegen bin ich mit Cargo runter, aber nee, der lädt automatisch. Der kommt raus mit seinen zwei Leuten und dann lädt er die in den LKW-Kipper. Vom Werkstattmeister. Sehr schön. Also muss man auch erstmal wissen, ne? Weil hier kommt ja auch kein Infomenü, wenn du hier rangehst. Auch nichts. Also für die erste Menge wäre vielleicht doch gut. Ich weiß nicht, wie viel wir hier reinkriegen bei dem Dings, ob das auch auf 2 Millionen eingestellt ist. Dann könnte man so die erste Ladung Holz reinhauen, mietet sich einfach den Scorpion King und später kann man nach und nach reifen. Irgendwie so, aber Zeit haben wir ja jetzt. Fühlt sich jetzt auch langsam wieder auf. Die Reifen bei der Werkstatt, weil das ist nur 50.000, alles andere ist in Millionen hier. Und die Reifen nicht. Ich muss jetzt erst wieder sammeln. Also vielleicht doch einen Verkehr anmachen, damit die hier ein paar Reifen sich wieder abfahren. Naja, und den anderen Cat holen wir noch für die Mine, den 100.000er. Wo wir das Wasser schon haben. Die haben wir auf jeden Fall. Ja, bei ETS fahre ich zurzeit einen Tesla. Okay. Semi-Truck. Richtig lustig. Ja. Oder was? Bitte? Singleplayer oder was? Ja, Mod ist es ja. Kurze Zeit nur Singleplayer, weil dann kann ich die Pro-Mod fahren. Okay. Nach Island hoch und so. Ja, ich habe gestern 4 Folgen aufgenommen, kann ich alle wegschmeißen, weil es stockt zu sehr. Ich weiß nicht, ob es am Tesla liegt. Ein paar Mods nochmal deaktivieren, ob es daran liegt. Weil hier klappt ja alles. Sonst hat ETS ja auch geklappt. Ich habe auch noch ein paar Trailer drin, also hier normale LKWs mit Anhänger. Mit Trailer, ja. Ich habe deaktiviert von MAN und von oder andere. Von Renault 9. Rubber kommt.
Hier rein. Weiterlaufen. Vielleicht nochmal fahren. Oder fahren wir beim nächsten Mal direkt mit Anhänger. So, schreiben wir aus. Was fehlt noch? Ja, Teer fehlt am meisten. Gehen wir nochmal Teer holen. Den holen wir an der gleichen Stelle. Aber mit einem. Oh, da kann ich den Anhänger mitnehmen. Nicht so. Vor. Dann können wir nämlich Teer und den Rubber zusammenholen. Da macht Wasser mehr Spaß mit dem Ding, ne? Urteil. Bitte? Bin noch nicht im Urteil. Ich. War das erste Mal mit dem Teil. Ach, du warst schon Wasser holen. Voll. Hast du wieder deinen Sohn mit dem LKW? Aber es ist ja Feiertag, da geht das. Ne, Samstag, Wochenende ist heute. War kein Feiertag. Oder? Hat fährt schon ein Stück. Gut, dass das Lenkrad hier angeschlossen hat. Fast nur am Fahren. Wacker haben wir jetzt die 25.000 Schaufel, ne? Oder haben wir die noch gar nicht? Ah, haben wir nicht. Ich glaube, die haben wir noch nicht angeholt. Leider. Ja, ja. Zum Beispiel Tieflader zum Shop. Hm. Die anderen verkaufen außen. Direkt soll er abholen, die Schaufeln. Noch die eine Poltergabel verkaufen. Ja. Und dieses Holz. AKL-Teil da. Ja. Wenn wir doppelt Holz machen, holen wir eh das andere. Ja. Gespannt hier.
Rubber. Übrigens, die Kettsattelauflieger, die können wir aus mit Dolly so umbauen, dass wir zwei hintereinander hängen können, ne? Wenn man mal irgendwie viel gefahren werden muss, 400.000. Nur Riversand macht ja keinen wirklichen Sinn, weil wir da nur 50.000 reinbekommen, ne? Ja. Da können wir besser mit diesen AKL-Dinger fahren. Oder man nimmt einen halt einen für Riversand und sagt, man hat so eine Art Vorrat da drin, ne? Wie du das jetzt gemacht hast. So, dann einmal vorne umändern. Hier. So, einmal auf. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Nein, ins Weekend Feeling. Gucken, vielleicht streame ich heute Abend sogar ohne Cool. ein paar Tipps vielleicht. Kann mal so ein bisschen Resonanz schauen, wie viel die überhaupt zuschauen. Als mal letztens lieber gestreamt haben, wo wir die Admin-Base geradet haben. Ja, da war aus meiner Perspektive nicht viel zu sehen. Ach, schade. Weil irgendwie dachte ich, erst haben sie ja geschossen, ich bin an Susanne hinterhergeklettert, dann war da oben zwei Typen, einer hat mich getötet. Nachdem ich auf ihn Oh. eingeschlagen hatte, dann bin ich wieder hochgeklettert, dann war irgendwie nichts mehr. Dann bin ich nur noch hinter euch hergelaufen. Dann waren die Kisten, da habe ich irgend so einen Drachenkopf und Drachenauge und halt ein paar Sachen. Dann hast du später die Rüstung mir noch gegeben. Das war's, was ich davon erlebt habe. Ja, schade, schade. Mal überlegt, wie lange der an der Burg gebaut hat. Ja, die steht immer noch, also die sollte eigentlich komplett verschwinden, ne? Okay. Aber siehst ja, Hauptsache irgendwie rein, Loot rausklauen und gut ist. Ja. Achso, wir sollten die komplett, ne, Ja. so viel Energie hat man noch gar nicht mit. Man macht ja immer nur ein Loch rein und fertig. Ja. Er wollte halt eigentlich abreisen ursprünglich. Und dann dachte aber, ich habe keine Lust zum Abreisen. Ich sagte, dann mach doch ein Event raus. Machen wir Arena-Kämpfe erstmal und der Gewinner oder was, der kann eben dann looten gehen. Ja, das ist eine coole Idee, das machen wir. Okay. Ja, Hast du auch noch aber alles gewonnen. gewonnen, Hab auch noch gewonnen sogar, ja. Eigentlich nicht mit gerechnet, aber gut. ja. Ne. Habe Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Was ich zum Beispiel, gestern habe ich ja ein bisschen, ich denke mal, das stört Leute ja nicht, ne, wenn wir ein bisschen über unser Game spielen in der Freizeit reden. Und zwar, gestern hatte ich ja die Hauptfrau. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die nur auf mich einschlägt. Man erkennt gar nicht, wann die nichts macht, sodass man mal zuhauen kann. Eigentlich schon. Ja, okay, vielleicht weil ich das Schild oben hatte, das die ganze Zeit eingeschlagen hat, weiß nicht, aber. Ja, du musst mehr kämpfen gehen unbedingt. Weil je nachdem, was sie für eine Waffe haben, machen die immer die gleichen Angriffe. Und dann weißt du ganz genau, wann, wenn die in eine bestimmte Stellung geht, ja, oh, okay, die haut gleich so zu oder was, oder? Ich weiche jetzt aus oder ich hole Schild oder wie auch immer, ne? Mehr kämpfen. Ja, mit Knüppel fand ich das Schild ganz gut. Weil da konnte ich komplett hochhalten und wenn ich nicht geschlagen habe, konnte ich mich auch nicht treffen. Nur wenn ich halt geschlagen habe, habe ich ja das Schild aufgemacht. Ja, jetzt haben wir gleich Rubber und Teer hier. Die Produktion läuft in vollen Gänge. Gange? Gänge? Gang. Voll im Gange so. Und dann können wir nämlich gleich wieder ordentlich baggern. So, erstmal. Tja, das hauen wir hier vorne rein. Muss alles nebeneinander machen, erstmal so.
Gut, dass das kein Drehschimmel ist. Okay, der ist voll, so wie es aussieht. Aber 50.000. Oh, schon wohl, sehr schön. Stand ja schon da. Ja, stimmt, glaube ich. Gut. Aber die Dings habe ich vergessen, ne? Ja, alles vergessen. Sind die unter Radladern? Ja, ne? Glaub schon. Universalschau, da ist er. Brauchen wir drei oder zwei? Zwei. Der Radlader? Ja. So, zwei sind unten. So, dann kann hier der Tür rein. Fehlt uns dann noch nächstes Jahr wieder Kohle. Hast du ja jetzt den richtigen da? Silbersand, da fehlt auch schon wieder was. Das heißt, wir können was reinkicken. Wo drin 30.000. Achtung. Sand, Gravel. Ja, wie sieht denn die Produktion hier drüben aus? Hier links können wir auf jeden Fall mal umfüllen. Den Eimer. Kannst du auch noch Gewichte holen dann für die Radlader? Ja. Die 3000 da für JCB? Die sind unter Gewichte, ne? Ja. JCB. Den unten. Ich hole auch noch einen Radlader, dann kannst du. Hier kommt man nicht mit rein. Toll. Ich kann dann hier rein. Oh, toll. Dann kannst du den direkt da zum Laden benutzen. So, du nimmst schon einen mit. Weil ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir nur einen holen, ne? Ja, können wir auch machen. Weil wir haben ja einen unten gelassen beim Riversand. Und dann haben wir hier noch einen. Nehmen wir denn? Und noch ein JCB oder ein Volvo? JCB ist ganz gut, ne? Aber mir ist es egal. Watcha, Radsetup zu. 100. Kaufen. Ja, ist sinnvoll investiert. Oben brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Und dann kannst du nämlich zum Laden nutzen dann. Gewicht und alles. Ja, jetzt muss man mal überlegen, wie wir das hier rausbekommen. Ah, vielleicht ist der da drüben kleiner, der Cat. Der fährt auch ganz gut, ne, den Kenwood? Ja, auf jeden Fall. Besser als der Scania, auf jeden Fall. So, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.